Ja, ich habe mein Highlight schon jetzt eigentlich. Können wir jetzt eigentlich, ich würde gehen jetzt. Hallo Freunde, willkommen zurück bei nerdseven.de mit dem Kai und dem Ronny und dem Mystery Gadget Format. Ahoi, und ihr Pause. Wisst bestimmt schon, worum es geht. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Also nee, ihr wisst es eigentlich auch nicht, aber ich kriege jetzt ein paar coole Sachen auf den Tisch gestellt, die ich mit euch zusammen auspacken werde. Anzahl X hat Kai im Kopf. Ja, nee. Weil wir haben jetzt fast bei jeder Platzierung mehrere Produkte, von daher, ich kann hier durchzählen und lasst euch überraschen. Das Format lebt ja davon, dass ich alles vorbereite und Ronny und ihr in dem Fall nicht wisst, was euch erwartet, und so soll es auch sein. Der ein oder andere Zuschauervorschlag wurde wieder mit eingearbeitet und ich würde sagen, wir fangen an. Jo. You Green! Ja. So, wir haben wieder ein paar Adapter am Start, würde ich sagen. Genau. Und zwar gibt es jetzt eine Nexode Pro-Reihe. Und ich finde die Formfaktoren von dem einen oder anderen Produkt ziemlich geil. Und deswegen zeigen wir das einfach mal im Schnelldurchlauf. Ja. Vier neuen Produkte. Ja. Okay, also man kann es schon mal so lesen. Der kann 65 Watt, der kann auch 65 Watt, der kann 100 Watt ausgeben und der hinten sogar 160 Watt. Ja. Das ist, wenn man, also ich habe bisher noch nicht ausgepackt, aber mit dem fangen wir einfach mal an. Wenn man kompakt viel Leistung will, ist es, glaube ich, schon ganz schön spannend. Also, du siehst ja, wie groß die Packung ist. Ja, deswegen ist es ja gerade umso spannender, weil man ja eigentlich dann schon weiß, das Produkt ist ja noch mal ein Stückchen kleiner. Okay, das ist ja nur die Hälfte der Verpackung. Ja, gut, ein Drittel, zwei Drittel der Verpackung. Aber hier, ich bin ungeduldig aufgerupft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ding ist ein bisschen handgroß, größer und macht 160 Watt Ausgangsleistung. Das ist schon heftig. Also man merkt aber auch, dass das auch ein gewisses Gewicht mit sich bringt. Ja, USB-C, USB-C, USB-C und nochmal ein USB-A-Port. Also drei Anschlüsse und ja, Maximalleistung hat 160 Watt. Näheres hast du bestimmt. Ich gebe dir ganz kurz, das kannst du ja nochmal zeigen, die Anschlüsse. Der erste, also das ist jetzt immer, wenn man davon ausgeht, die Maximalleistung, was jeder Port kann, wenn man nur ein Gerät anklemmt. Der erste bis zu 140 Watt. Der zweite bis zu 100 Watt, der dritte USB-C bis zu 30 Watt und der letzte, also der USB-A, bis 22,5 Watt. Mit allen möglichen Schnellladeprotokollen, USB Power bzw. Power Delivery 3.0 und so weiter, Schutzmechanismen und so weiter, ja. Brauche ich euch nicht erzählen. Genau. Was ich da ganz cool finde, ist, wir haben jetzt ja sehr, sehr viel Leistung bis sehr wenig Leistung, weil es gibt ja einige Leute, die sagen, ich will mein Smartphone mit wenig Leistung beladen, um den Akku zu schonen. Oder mein Telefon kann ja nur mit 22,5 Watt beladen werden, dann ist ja der USB-A-Port ja prädestiniert dafür, genau, weil der kann gar nicht mehr ausgeben. Beziehungsweise auch der untere Port, weil da ist ja sogar ein Mobilfone, die sind ja so zusammengefasst. Oben siehst du Laptop und Smartphone und unten nur Smartphone, weil der untere ist gedrosselt auf maximal 30 Watt. Das heißt also, auch wer da jetzt nicht sein Smartphone irgendwie mit 60, 65 Watt, wenn es das dann überhaupt unterstützt, vollknallen will, der könnte jetzt den nutzen. Und jetzt wundert man sich, hä, der erste nur bis 140, da auf der Packung steht 160 Watt. Man kann natürlich mehrere Geräte anklemmen, dann teilt sich die Leistung auf und im Idealfall kommt man dann auf bis zu 160 Watt. Also dann beim ersten weiß ich 100, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber wenn man so zwei Geräte anschließt, wahrscheinlich einer 100, einer 65 oder so. Genau, auf der Packung haben sie es immer ganz schön aufgedröselt und da gibt es dann alle möglichen Konstellationen. Ne? Man kann zwei, drei, vier Geräte anklemmen. Und also letztendlich, ja. Es splittet sich ja quasi auf. Genau. Ja, also okay, das drückt jetzt vielleicht ein bisschen drüber hinweg. Ich hätte es gedacht, dass ein Port halt wirklich tatsächlich 160 ausspucken könnte. Gut, zu 100, von 140 zu 160 sind ja jetzt nicht mehr ganz so viel. Ja, das ist dann, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, das ist auch der aktuelle Stand, was so die aktuellsten MacBook Pros so können. Ich glaube, die können mit 140 Watt laden. Hosentaschenformat. Und das geht dann schon echt klar. Und genau, und es wird jetzt nur noch kleiner. Gut, klar, auch von der Leistung her weniger, aber das ist schon echt geil, was die in die wenige Gehäusegröße reinkriegen. Ja, gut, das ist, wenn ich mir das Bild angucke, denke ich so, ja, okay, sieht schon klein aus, aber wenn ich das dann auspacke und mir dann hier wirklich nur so ein normaler Charger da entgegenspringt, der aber halt eben 65 Watt ausspucken kann, das ist schon ganz cool. Ja. Also das ist wirklich Hosentaschenformat und das dann halt auch mit ausreichenden Anschlüssen. Aber hast du auch wieder drei Anschlüsse? Das unterteilt sich dann hier mit Sicherheit auch. Ah, ich bin jetzt schlauer. Genau, hier machen beide USB-C bis 65 Watt. Ja, genau. Natürlich aber nur einzeln dann und der letzte. Und der A wieder macht 22,5 wieder. Genau. Genau. Und es dröselt sich dann, glaube ich, auf mit 45 Watt und 20 Watt, wenn man zwei USB-C-Geräte anschließt und so weiter. Ja, es schränkt sich dann halt ein, aber maximal geht halt 65 Watt pro Port raus. Und sehr geil und neu finde ich auch den zweiten 65er. Den, ne? Den musste ich auch schon, der ist ausgepackt. Da musste ich nämlich schon mal reingucken, weil das hat mich interessiert, wie sie das hinbekommen haben. Und hier ist es eigentlich ganz einfach. Ist ja auch
Ah ja, okay. Mit genau, du hättest jetzt theoretisch den US-Anschluss. Ja. Oder du froppst da dann den jeweiligen Adapter drauf. Ja. Kennt man ja. Das sind ja diese Schnelladapter einfach drauf da und gut ist. Das ist er auch. Aufruppen hier. Aufruppe. Und dann stecken wir den drauf und dann haben wir dann quasi einen flachen Adapter. Jetzt wird es, glaube ich, sehr interessant. Ich packe das mal kurz weg. Ja. Und der kann dann fast das Gleiche. Kann dann beim ersten bis 65 Watt, beim zweiten bis 30 Watt und beim USB-A bis 22,5. Das ist ein krasser Formfaktor irgendwie jetzt. Also das ist dann auch wirklich so was, das kann man in eine Notebook-Tasche mitstecken. Hier in dem Fall muss man natürlich dann den EU-Adapter für uns noch mitnehmen. Die Amerikaner, die könnten dann einfach den runterklappen und könnten den in eine Steckdose packen. Das wäre natürlich noch besser. Das ist dann wirklich richtig platzsparend. Das funktioniert bei uns Europäern oder Deutschen halt nicht so, aber mein Gott. Gut, da muss man halt den noch mitnehmen. Ja, aber man kann zumindest noch abmachen. Ich wollte gerade sagen, Maus, Tastatur und Co., was weiß ich, was man so alles mitschleppt, muss man ja auch irgendwie einbringen und das kriegt man hin. Aber das ist mal sehr flach dann auch. Also nach oben oder nach unten, je nachdem, wo man es hinhaben will oder auf dem Tisch dann auch sehr flach. Das ist eine schöne Lösung mit 65 Watt. Und du hast gesagt, da 65, da 30 und da dann zum Schluss nochmal 22,5. Genau. Ja, also 65, 30 und 22,5. Ja. Also ich finde es eine schöne Aufdröselung. Ein Gerät halt mit vollem Ballett und wenn man ein bisschen akkuschonender laden möchte oder nicht zum Beispiel volles wieder Ballett Smartphone, oder weniger braucht, dann ist das halt auch möglich und man muss nicht extra ein Netzteil kaufen, was halt weniger Leistung hat. Und es ist halt, mittlerweile braucht man ja auch nicht mehr sagen, die Netzteile sind alle sehr energieeffizient, deswegen ja auch so eine kleine Baugröße, weil da nicht mehr viel Abwärme entsteht und trotzdem sind da halt auch alle möglichen Schutzmechanismen drin. Ich gucke jetzt hier einfach nochmal schnell rein. Genau, und da hast du jetzt praktisch dann ein 100 Watt Ladegerät. Genau, vom Formfaktor dürfte sich das jetzt ja nicht mehr allzu viel nehmen. Aber das ist wirklich erstaunlich, wie klein die Dinger sind. Aber wenn du es in der Hand hast, du merkst halt auch trotzdem, ja, die sind, das wiegt was. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so eine Billiggehäuse. Ich meine, die kosten ja auch ein bisschen was, auch wenn wir da noch nicht sind, aber das merkst du halt. Ne? Und Ugreen mittlerweile dürfte es bei euch ja auch bekannt sein. Genau, und hier sind es dann beim ersten USB-C bis 100 Watt dann auch wirklich komplett. 100 Watt, genau. Beim zweiten bis 30 Watt 30, und beim USB-A wieder 22,5. Genau, und wie gesagt, maximal 100 Watt kann er. Das ist schon sehr geil. Also ich muss sagen, die Produktpalette erweitert sich immer mehr. Natürlich wird es auch ein bisschen unübersichtlich, ich gebe es zu. Aber wenn man sagt, ich suche jetzt ein 65 Watt Netzteil, das soll so kompakt wie möglich sein, führt wohl kaum was dran vorbei. Wenn ich sage, ich brauche was Großes, Kompaktes, aber mit ein bisschen mehr Bums, klar, 160 steht jetzt drauf, aber über einen Einzelport 140 ist ja auch sehr, sehr viel, dann hat man sowas auch. Und das ist ja immer noch Hosentaschen- oder Laptop-Taschen tauglich. Und die Zwischenteile sind halt auch sehr, sehr cool. Also das ist interessant. Also macht wirklich immer Spaß, die auszupacken und anzugucken, weil die wirklich so unterschiedlich sind und doch irgendwie gleich. Also ich bin, ja, wie gesagt, der Formfaktor, ich finde es krass. Und Netzteile braucht man immer. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann eins hat, was irgendwie sehr viel kann, wo man dann auch Laptop und Smartphone und so, braucht man halt nur noch eins. Ja. Das ist das Schöne daran. Ja. Genau, hau mal raus. Also ist klar, dass natürlich die am meisten Leistung liefern, dann auch am meisten kosten. Deswegen würde ich auch sagen, wir fangen von Meisterleistung, Von der Meisterleistung bis zur niedrigsten. Also wir haben ja schon mal festgestellt, pro Watt ist es 1 Euro. Das bedeutet, wir wären bei dem jetzt ja theoretisch bei um die 160 Euro. Du sagst es wahrscheinlich, ist gerade im Angebot mit einem 10-Euro-Gutschein und wir landen bei 149 Euro. Also UVP diesmal nicht ganz. Okay. Wir sind bei 120 UVP. Man kann momentan einen 15% Gutschein bei Amazon aktivieren und landet dann bei 102 Euro. Das ist okay. Es ist immer noch viel, aber es spiegelt halt wirklich die Leistung, die du bekommst, die zahlst du halt in Euro auch wieder. Das ist wie mit Powerstations, das ist so ähnlich. Wir haben ja jetzt Ugreen auch schon das ein oder andere Mal da gehabt. Genau. Ist es ein Premium-Hersteller? Man zahlt da immer ein bisschen mehr, aber für ein 160-Watt-Netzteil ist es schon ein okayer Preis, definitiv. Ja. Und vor allem dann haben wir jetzt die Baugröße. Hier quasi 100 Watt, da müssen wir jetzt ja so bei um die 90 dann liegen, sage ich jetzt einfach mal. Genau, normal UVP 75 Euro und jetzt im Angebot gerade für 63,74 Euro bei Amazon. Ist für ein 100 Watt schon gut. Das gefällt mir gerade, weil so ein 65 Watt Netzteil kann so bei 35, 40, 50 Euro liegen, je nachdem, was man kauft. Ich bleibe das auch bei, also ich weiß nicht, hier ist der Formfaktor jetzt ein bisschen entscheidend vielleicht. Ja. Kann sein, dass das ein bisschen teurer ist, deswegen, ich glaube. Das ist gerade ausverkauft, deswegen kann ich dir auch nur den UVP-Preis nennen und der liegt bei 56 Euro. Ja, okay. Und dann liegen wir bei dem hier wahrscheinlich bei 50. Und das andere kostet UVP 56, ist auch gerade mit einem 15% Gutschein abstaubbar und da liegt man bei 47,59. Das ist ein guter Preis.
Ja. Für die kleine Größe, ja. Für die, wenn es wirklich um den Formfaktor geht, ja. Wenn es rein um die Ladeleistung geht, gibt es auch andere Hersteller und bei Ugreen wahrscheinlich im Repertoire auch. Da geht es so bei 30, 35 Euro los. Das haben wir ja auch schon in anderen Formaten mit vorgestellt, so ist es nicht. Aber wenn man sagt, ich mag die Marke und es funktioniert auch eine Weile und lange, dann denke ich, bleibt man immer bei seinem, ja, bei dem, was man gekauft hat. Und das mache ich zu Hause privat auch so. Wenn ich mich mit irgendwas zufrieden gegeben habe und sage, ja, das hat nach 2 Jahren funktioniert oder hat 3 Jahre funktioniert und irgendwann geht ein Gerät vielleicht doch mal kaputt, dann ich bleibe trotzdem dabei. Also habe ich tatsächlich auch, handhabe ich wirklich so. Bin ich auch dabei. Ja. Also wie gesagt, hier ein kleiner Premium-Aufschlag ist auf jeden Fall dabei. Aber sehr zufrieden mit dem Hersteller und Absolut. Hier zahlt man halt auch wirklich diese ganz kompakte Größe. Ja. Wenn man das nicht unbedingt braucht, kann man auch Geld sparen bei anderen Herstellern. Geil. Ohne Frage. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter. Ja. Ui, jetzt hat er mich aber fast erschlagen. So, größte Paket endlich losgeworden. Ja, wir brauchen ja auch mal wieder was für den Haushalt. Hier steht jetzt Gerd Seitz drauf fürs Handwerk die Nummer 1. Hat das was mit dem Inhalt zu tun? Ach, sag einfach nichts. Sag einfach nichts. Auf jeden Fall hast du schon mal ausgepackt. Das sehe ich schon. Ja, definitiv. Ja, dann muss es irgendwas sein, was man einrichtet oder so. Keine Ahnung. Oh, nee. Das sieht nach einer privaten Bestellung aus. Bestellung gefällt mir. Also, wenn hier so Aldi-Werbung und Co. drin ist. Ach nee, warte mal. Da steht sogar was drauf. Hallo Ronny, Kai, Marci, Kathleen, Sophie und Daniel. Meine Frau ist ein großer Fan des Videos, machen wir es erwarten, einen Platz in der Wohnung anderweitig benötigt werden, muss ich mich von kleinen Spielsammlungen trennen. Da ich in meinen Spielen gute Hände wissen will, musste ich sofort an euch denken. Also der Satz ist, ich liebe dich jetzt schon, vielen Dank dafür. Ich weiß noch nicht, was drin ist, aber wenn man sagt, ich musste direkt an euch denken, ein besseres Lob gibt es nicht. Also das geht gerade runter wie Öl. Vielen Dank erstmal dafür. Genau, bunte Mischung, Konsolen, PC-Games, eine Collectors-Edition. Erinnerung bei euch wecken. Definitiv, viel Spaß bei euch. Grüße. Da heißt auch Daniel. Ach, guck mal an. Beide so, ihr seid einfach super. Ach, Wahnsinn. Gut. Daniel und seine Frau, Freundin, weiß ich gerade nicht, erwarten nämlich Nachwuchs. Vielleicht ist es mittlerweile auch soweit, dann herzlichen Glückwunsch aber schon mal zu den werdenden Eltern oder frisch gebackenen Eltern. Ja. Genau, und er muss notgedrungen, habe ich so rausgehört, möchte deswegen seine Spielesammlung auflösen und hat da unter anderem an uns gedacht. Und ich war in Kontakt mit ihm, hat jetzt leider ein bisschen länger bei uns gedauert. Aber vielen lieben Dank. Wir haben dem guten Daniel und seiner Frau auch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen als Dankeschön. Das ist auch schon in gute Hände bei ihm angekommen. Ah, okay. Jetzt ist es endlich soweit, dass du mal in diese tolle Kiste reinschnuppern darfst. Also ich ziehe jetzt gerade erstmal das ganze Füllmaterial raus. Die Kiste ist, würde ich sagen, bodenlos, auch wenn das jetzt im deutschen Jargon was anderes bedeutet. Aber da ist echt viel drin. Zum Glück haben wir eine große Papiertonne. Oh, ja, vor allem muss man auch gut wühlen, dass man auch nicht irgendwie was verpasst, ne? ja, das auch. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich stell das. Pass jetzt auf, dass die Kiste nicht hinten gleich. Ja, ich habe sie hier noch so mit am Start. God of War habe ich gerade, wer meinen Livestream folgt auf Twitch, ich habe gerade God of War Ragnarök durchgespielt mit einem Jahr Abstinenz, weil ich am 25.12.22 das Spiel zuletzt gespielt habe. Und dann fiel mir auf so, ich muss es mal durchspielen. Habe ich jetzt im Livestream wieder durchgezogen und habe es da durchgespielt. Und God of War Ascension gehört auch mit zu dieser Reihe, ist aber so der Teil, der, ich will jetzt nicht sagen schlecht ist, aber nicht so gut ankam, glaube ich. Also, schlecht sind sie ja alle nicht. Wahrscheinlich einer, der nicht mit den Meisterdingern mithalten kann. Ja, aber er geht in der Zählung der God of War Teile, geht er komplett unter. Das ist eine Collectors Edition mit Steelbook, PS3-Fassung. Es ist tatsächlich noch ein etwas älteres Spiel. Sogar aus Spanien bestellt irgendwie. Ja, so günstig bekommen. Ne? Sparfuchs. Ja, sieht geil aus. Ich lasse es mal so eingepackt, weil ich will mal ganz kurz die Figur zeigen, bevor wir uns den Rest anschauen. Die kenne ich nämlich auch nicht und ich bin halt riesen Figurensammler. Das wollte ich nämlich fragen, ob du die Figur zufällig selbst hast. Nein. Ronny hat ja nun auch. Ich habe tatsächlich diese Edition nicht. Er macht auf jeden Fall einen Powerstep. Ja, aber ich habe Angst. Das ist hohles Kunststoff. Das ist sehr, sehr, sehr. Und es hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja. Ich fasse es nicht so doll an und auf jeden Fall hat er noch seine Klingen. Ich nehme jetzt einfach mal nur eine. Ich glaube, dann erkennt man schon, was hier Phase ist. Zack. Rangesetzt. Und dann hat er quasi seine Klingen. Ist schon eine ganz coole Figur. Also ich kenne die von Bildern, aber live gesehen habe ich die auch noch nicht. Jo.
geil. Collectors Edition so in dieser Art und Weise gefallen mir. Wobei die Basis echt günstig. Ich weiß aber gar nicht, was die Figur damals gekostet hat. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich gar nicht so viel, wie es mit heutigen Editionen dann halt teilweise der Fall ist. Aber cool. Und die ist halt wirklich so, wahrscheinlich hast du die noch nicht mal großartig benutzt oder ausgepackt oder so. Das ist krass. Sehr krass. Fangen wir zusammen. Ja, so wie man es dann oftmals vielleicht macht. Ne? Man holt sich das, will es irgendwo schön hinstellen. Ja. Und dann gehen die Jahre ins Land und dann hat man ja doch den Platz irgendwann nicht und dann kommt die Figur wieder ins Kartönchen und man stellt vielleicht eine andere hin. Erinnert mich an meine Mortal Kombat Collectors Edition PS3. Da sind auch so Scorpion und was weiß ich, auch in so einem kleinen Format. Also, das ist schon ein krasser Anfang. Das finde ich schon krass. Dann haben wir hier, Xbox 360, Join or Die, Assassin's Creed 3. Habe ich damals angefangen, aber nie gespielt so richtig. Also ich muss es mal irgendwann machen. Die PS4-Fassung habe ich hier noch vorliegen. Das ist dann quasi auch mal eine größere Version mit Buch. Wird wahrscheinlich auch so eine Mini-Collectors sein. CD drin, Anleitung drin, wie man es kennt. Dann gibt es hier noch einen Beutel mit. Oh, guck mal. Das ist ja cool. Join or Die. Ja, Assassin's Creed. Für Rückseite der Geier. Der Geier. Animus Geier, da steht sogar drauf, ne? Sehr cool. Das ist natürlich auch mal nicht schlecht. Und dann wird das wahrscheinlich so eine Art Artwork sein, ja. Den dritten Teil habe ich auch nicht gespielt. Ja, ich hatte angefangen, den zu spielen auf der PS3 damals. Bin genau dahin gekommen, wo der... Man hatte, glaube ich, einen Indianer oder sowas gespielt. Und der hat dann irgendwann seine Klingen bekommen. Und dann, wo es spannend wurde, habe ich dann aufgehört. Ich weiß nicht, warum. Ich habe damals den ersten und zweiten durchgespielt und habe dann erst wieder mit Origins weitergemacht. Ja, und dann Origins, genau. Odyssey und Valhalla habe ich auch nur angefangen. Origins und Valhalla habe ich beide komplett platiniert. Also, ich weiß nicht, x Stunden reingesteckt und Grand Prix 2 von Microprose noch auf CD. Das ist ja schon... Steht sogar drauf, von wann? Das ist ja schon eher von 95. Das habe ich damals auch gespielt. Es war gar nicht so einfach. Ja, schöner Rennsimulator. Ja, aber der war ganz schön schwierig zu fahren. Ja, gut, ist es schwierig dann heute sowas auf modernen Rechnern zu spielen? Ich glaube, die Spiele, es wird auch sehr schwierig. Geil. Das wird schwierig. Dann haben wir noch eine Microsoft-Lizenz. Okay. Jo. Ach nee, Age of Empires. Age of Kings. Age geil. Of Empires, the Age of Kings, ja. Der... LAN-Party-Klassiker schlechthin. Was war das wieder mit eine Stunde bauen, dann angreifen? Ich habe letztens ins Retro-Video wieder reingeguckt, wo wir es auch ausgepackt haben. Ja, eine Stunde oder, aufbauen und dann Elefanten angreifen. Genau, dann also. Hat wieder einer die Perser genommen und spammt nur Elefanten. Kriegselefanten ja. Und feuerfrei. Guck mal, ich brauche noch ein Gamecube, fällt mir gerade auf. Ich habe tatsächlich kein Gamecube. Ich kann Metroid Prime halt quasi nur auf anderen Plattformen spielen, da wo es dann später rauskam oder als Emulation. Aber das ist natürlich cool. Das ist tatsächlich... ja, die kam jetzt auf der Switch, gab es ja auch von Metroid Prime auch eine Remastered-Version raus, die habe ich auch angefangen, sehr, sehr cool. Aber auf dem Gamecube habe ich es nie gespielt, die Plattform habe ich nie besessen, ich weiß gar nicht warum. Ich auch nicht. Metroid Echo Prime 2 oder Metroid Prime 2 Echoes, so rum, auch hier, mit den Mini-CDs eh, damals. Mhm. Ja, Nintendo, ne, Paul, nur 60 Hertz. Naja, immerhin hat Paul dann 60. Ah, jetzt kommen wir zu was ich definitiv gespielt habe, Crysis. Auch damals auf dem PC, Crysis 2. Mittlerweile gibt es auch als Port und als Edition für PC und so weiter. Kennt man ja alles. Und, Quatsch, nicht. Mittlerweile gibt es auch für die Konsolen, so PS5 und so weiter. So irgendwie für 20, 30 Euro kriegst du alle drei Teile. Das war ein Grafikblender damals. Und die Spiele waren auch eigentlich ganz geil. Klassiker von wegen Can It Run Crysis? Ja, genau. Das ist schon sehr, sehr cool. Oh, hier kommt was Spezielles. Edna und Harvey, die Special Edition. So ein Point-and-Click-Adventure war das, glaube ich. Videlic. Ja. Mit einem großen Poster. Das drin. Ist mit Poster und CD und all. Aufkleber. Hier, guck mal, noch mit Aufkleber noch alles drauf. Ah, krass. Das ist nice. Ich habe das... Also ich habe es nicht gespielt. Nee, ich auch nicht. Aber ich weiß, es hat einen großen Fankreis. Kati hatte das, glaube ich, von den Daedalic Entertainment. Da gab es ja verschiedene Spiele und da gab es irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das ging auch so in den Grafikstil. Auf jeden Fall, das sind auch sehr, sehr gute Spiele. Wenn man auf so Point-and-Click steht. Das cool. Daedalic gibt es ja heute noch. Ist ja, glaube ich, immer machen noch ein die noch, sehr, ja? Sehr gutes Studio. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, wie gesagt. Guck mal, hier war so noch eine PC Games Hardware mit bei von 822. Haben wir ein Mainboard. Schön. Mal durchlesen. Dann haben wir, das ist auch ein tolles Spiel gewesen, Brother in Arms, Road to Hill 3.0. Road to Hill 30, nicht 3.0.
Tatsächlich ein sehr gutes Spiel von Ubisoft. Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, weil teilweise liefern die ab. Das ist ja unglaublich. Das war sehr geil. Deckungsshooter mit Linksflankieren, Rechtsflankieren und so weiter. Gab's auch auf den Konsolen. Ist ja auch von wem es ist. Gearbox, die wussten halt, was sie machen, ja, definitiv. Und Ubisoft hat es quasi nur ja, verkauft sozusagen oder vermittelt. Genau. War oder der Publisher dann halt. Aber wirklich, gutes Spiel, habe ich auch gespielt. Brauche ich nichts zu sagen. Ja. Das ist... Ronny müsste mal seine Stunden in Diablo 3 zusammenzählen. PC-Fassung 2012, Add-on 2000, was weiß ich, wann sie rauskam, PS3-Fassung platiniert, PS4-Fassung platiniert, auf der PS5 auch nochmal gespielt. Also weit über, es ist jetzt eigentlich gar nicht so viel, 400 Stunden vielleicht. Bei Diablo 4 bin ich jetzt bei 270 Stunden ungefähr. Alter Suchti. Ja, wenn es Spaß macht. Dann geht's hier mit Assassin's Creed Revelation weiter. Hab ich auch nie gespielt, ich gebe es zu. Was mir aber gerade auffällt ist, du bist nicht nur auf der PlayStation unterwegs, sondern auf der Xbox. Du bist ja Multiplattform, das ist natürlich auch cool. Ich sage immer, Gamer aller Nationen, vereint euch. Und zockt einfach und meckert nicht rum, wo hier und die beste Hardware ist oder so Quatsch. An Soul Calibur 4 habe ich gute Erinnerungen, ja, weil das haben wir nämlich damals an der Uni sehr gerne gegeneinander alle gezockt. Ich spiele den Dreamcast-Part immer noch irgendwie sehr oft. Die neueren Teile habe ich irgendwie noch nie gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Und ich glaube, das war doch so, bei der PlayStation gab es Darth Vader und bei der Xbox-Version gab es einen anderen Charakter. Link oder so. Ja, auf jeden Fall hatte, ja, glaube ich, die PlayStation den einen und bei der Xbox gab es den anderen. Ja, das kann man auch direkt unkommentiert lassen. God of War 1 und God of War 2 von der PlayStation 2 damals. Es gibt noch eine E3 2009 Demo von God of War 3. Die war auch fantastisch. Mega Grafik für die PS3. Tolle Spiele. Ja, kann man jetzt natürlich mit dem ganz neuen Ableger nicht mehr vergleichen. Den letzten beiden. Dann Army of Two, The 40th Day. Das ist der erste Teil. Army of Two ist ja in Deutschland initiiert gewesen. Der war zu, was weiß ich, was der war. Stimmt, war ein Koop-Shooter. Genau, war ein geiler Koop-Shooter. Ich fand den ersten aber mega. Die Teile danach habe ich aber gar nicht mehr so richtig gespielt. Aber das war auch eine ganz geile Reihe, weil coole Sprüche und Deckungsfeuer geben und du gehst es vor und so weiter, war auch sehr geil. Dirt 3 kennt auch jeder. PC hab ich dann früher das auch mal ganz gerne mal als Benchmark genutzt, weil das nicht mehr so hohe Anforderungen hat. Liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Ja. Habe ich auch nie wirklich ernsthaft gespielt. Immer mal so ein bisschen mit reingeguckt, aber ja. Was ich sehr ernsthaft gespielt habe, ist das hier, Hot Pursuit. Need for Speed, platiniert, durchgespielt, war gar nicht mal so einfach. Da kam jetzt ja die neue Edition raus, die irgendwie genauso aussieht wie die normale Fassung damals auf dem PC. Das kenne ich, das hatte ich mir von dir mal ausgeliehen. Project Cars 2 sein, ja. Im Steelbook, hattest du das nämlich auch gehabt. Hm. Ja, geil. Ah, das ist super anspruchsvoll, das ist richtig anspruchsvoll. Ich habe mal angefangen damit zu spielen mit Lenkrad, habe alle Unterstützung ausgehabt und ich habe das Auto nicht mehr zum Starten bekommen. Also das war, war schon sehr interessant. So mit Tennis kann ich nicht viel anfangen, Top Sports, Xbox 360, aber ja, warum nicht? Top Spin. Top Spin, achso, kein Sport. Nee, doch, ich genau. Habe jetzt oben Sport gelesen. Da gibt's auch schon lange die Reihe und ja. Ich glaube, die ist auch ganz beliebt halt bei den Tennis-Freunden. Das ist viel geiler, die Lords of Shadow Collection. Castlevania, Lords of Shadow und Castlevania 2, Lords of Shadow ist richtig geil, obwohl es bloß eine Demo. Das ist ja doof. Also das normale Lords of Shadow habe ich auch gespielt auf der Xbox 360, cool. Und aber nicht durch, aber sehr lang gespielt. Ich habe es durchgespielt, war richtig gut. Boah, ich hole jetzt mal, das nimmt gar nicht ab, das sind ganz schön viel. Wir sind ja noch irgendwie am Anfang vom Video. Also, gehen wir mal kurz durch. Tom Clancy's Hawk X2 habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu sagen. Ich auch nicht. Eines meiner Lieblingsspiele, Darksiders, auf der Xbox durchgespielt, auf der PS3 durchgespielt und platiniert und so weiter. Mega fantastisch, Artwork, Grafikstil, super genial. Batman Arkham Asylum habe ich auch schon mehrfach gespielt, durchgespielt, platiniert aber nicht, weil da die Combo-Flow-Geschichte da war schwer. Mega Spiel, ist mein Lieblingsteil davon übrigens. Little Big Planet 2 ist immer ganz niedlich, aber auch echt schwer. Ich habe mich da schwer getan. Eine meiner Lieblingsserien auf der PlayStation. Ja, schon, aber nicht war so schwer. War im Koop damals der Hammer. Ja. So, nochmal ein Assassin's Creed. Der allererste Teil, da habe ich wirklich ein Jahr gebraucht, um es durchzuspielen, weil es mir zu langweilig war. Und damit ist Ubisoft, nicht Ubisoft, aber Assassin's Creed für mich so ein bisschen schon gestorben, direkt am Anfang, obwohl es schon geil war, aber man hat 6-mal das gleiche gemacht. Und beim zweiten Teil haben sie dann vieles schon besser gemacht. Ja, der war wesentlich besser. Medal of Honor, Limited Edition, auch sehr, sehr cooles Spiel. Grafik vom Herrn, kurze Story, macht aber Laune. Gran Turismo 5, braucht man auch nichts sagen. Das ist halt Gran Turismo, sehr, sehr geil, macht immer noch Laune, wenn man die Plattform noch hat. Grand Theft Auto 4, tolles Spiel. Braucht man auch nicht, glaube ich, beschreiben. Das kennen auch die meisten von euch. Ruse, Don't Believe What You See. Habe ich nie gespielt. Aber ich kenne es. Ist ein Strategiespiel, ne? Ja. Ja.
Ja, das hätte ich mir auch nie gekauft, würde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Das umso besser. Von Tim Schäfer, der hat ja einen Humor, das ist mega geil, mit Double Fine Produktion zusammen. Der Soundtrack, Brutal Legend, unbedingt reinziehen, wenn ihr Metal-Fans seid, das burnt euch die Netzhaut weg. Nee, man hört das ja, ne? Dann ist es das Kleinhirn weg, wie auch immer. Mega Spiel, habe ich richtig weggesuchtet und die Mucke war fantastisch. Ja, dann haben wir hier Vanquish. Auch sehr geil. Schöner, schneller Shooter. Von Sega. Ja, tatsächlich. Dann Final Fantasy 13 habe ich angefangen und bin dabei immer eingeschlafen, weil das Kampfsystem super langweilig war. Mein Cousin ging auch ewig und drei Tage ja, das Spiel. Ja, mein Cousin hat es platiniert, hat sich da durchgekämpft, aber ich bin immer eingepennt. Ich habe da keinen Bock drauf. Da war ich an der Uni und ich weiß noch, da hat es einer vorbestellt und der hat das rauf und runter gespielt, ja, weil es auch so lang ging. Okay. Conan McRae Dirt 2, auch ein cooles Spiel. Also Rennspiel, geht nichts dran vorbei, kann man machen. Final Fantasy 13-2, die Collectors Edition. Mit Lenny Kolar-Cover, das ist ja geil. Das mag ich ja. Och, machen wir alles schön eingepackt. Dann ist hier noch X2, der Soundtrack, Anleitung und dann... Oh, das ist nur eingepackt. Das ist sogar noch eingepackt. Oh. Was ist denn da los? Hast du wohl noch in einer anderen Version gehabt, was? Das ist ja geil. Cool. Nicht schlecht. Dann geht's weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Habe ich auch nicht gespielt. Also wie gesagt, mit dem ersten Teil ist es bei mir relativ ausgestorben. Ich habe irgendwann den zweiten nachgeholt. Der hat mir auch mehr Spaß gemacht, aber ich konnte mich trotzdem nicht so anfreuen. Ja, God of War 3 gibt es ja auch mittlerweile als PS4 und PS5-Fassung. Kann man nicht meckern. Sehr das geil. Das war eine Grafikbombe für das PS3. Das sieht immer noch fantastisch aus. Ich habe damals mich auch gewundert, warum die PS3-Fassung relativ schnell das Remaster auf der 4 rausgebracht haben, weil irgendwie bis auf ein bisschen höhere Auflösung sah es nicht anders aus. Und es sah wirklich fantastisch aus. Kam ja zum Ende des Lebenszyklus der PS3 raus. Mega Spiel. Ja. Assassin's Creed 2, das habe ich tatsächlich auch platiniert. Ja. Gran Turismo 5 Prolog, das war ja quasi nur so ein Zwischending. Und es hat so lange noch gedauert, bis dann wirklich GTA, wollte ich schon sagen, Gran Turismo 5 dann rauskam. Ja, es hat ja auch gedauert. Aber den Prolog damals, das war so ein Grafikbrett. Das war einer der ersten Full-HD-Titel für die PS3 damals. Ich glaube, das kam auch zum Release direkt mit raus. Und man, es gab ja irgendwie nur 2 oder 3 Strecken und 2, 3 Autos oder so. Aber es war geil. Und dann haben wir noch was Kleines zum Schluss. Sonic. Eine Xbox 360 Edition, die packen wir auch nochmal mit aus. Weil das durfte, glaube ich, auch ganz spannend werden. Generations. Oh. Ich weiß nicht, was man da sieht, aber... Okay, man hat erstmal auch so ein Lenticular-Cover. Auch so ein bisschen beweglich. Sehr cool. Oh, dann haben wir... Was haben wir denn da? Ach, DVDs. Filme noch? 20 Jahre von Sonic-Musik. The History of Sonic... Burst and an Icon. Das ist ja cool. Also kannst du doch mal quasi den Werdegang von Sonic ein bisschen mit reinziehen. Dann haben wir ein Gold Ring. Boah. Ach, na mal einen ordentlichen Coin beigelegt. Das ist ja auch fancy. Mit einer Limitierungsnummer. 2000 Stück gibt es insgesamt. Sonic's Generation steht drauf. Das ist ja auch nice. Dann haben wir noch ein Artbook. Das ist ja mal eine... Da gucken wir jetzt nicht rein. Ist ja mal eine Edition. Und dann... Achso, kann man sie von rausnehmen? Ich habe keinen Platz mehr hier. So. Da stehen sie, die beiden. Sonic und Sonic. Ja, quasi der alte und der neue. Das ist super, super cool. Sonic Generations, da treffen sich beide. Ist auf jeden Fall mal eine coole Collectors Edition. Ja, auf jeden Fall, da haben die sich mal was einfallen lassen. Ist da mal richtig was bei gewesen, ja. Jo, das ist Wahnsinn, Alter, das ist sportlich. Und die ist ja nun auch schon ein bisschen älter, wenn man überlegt, Xbox 360, das könnte ja jetzt auch, weiß ich, 2008, 9, 10 oder so sein. Hier steht es leider nicht drauf. Müsste wahrscheinlich auf der Umverpackung da gleich stehen. Ja. Kam raus... Auf der PS3 Xbox 360 in der EU am 4. November 2011, also 12 Jahre. Wahnsinn! Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr coole Kollektion und das ist wahrscheinlich nur ein Ausblick aus dem, was du sonst noch alles zu Hause hast. Du wirst ja nicht alles weggegeben haben, gehe ich mal von aus. Aber krass. Schon eine geile Sammlung. Jo. Und ich habe sehr viele Parallelen zu deinen Lieblingsspielen entdeckt. Komisch. Also Sonic ist jetzt tatsächlich nicht so oft dabei gewesen. Ich bin irgendwie mit Nintendo groß geworden, aber alles, was so PlayStation 3 und 4 anging, Xbox 360 habe ich auch besessen oder Xbox Classic.
God of War und so. Ja, absolut. Also Assassin's Creed, wie gesagt, ist nicht ganz so meins, obwohl ich dann die einen oder anderen Teile auch gespielt habe. Also auch die letzten drei Teile habe ich alle irgendwie auch durchgespielt, so ist nicht. Coole Sammlung auf jeden Fall. Was so ein Gamer ausmacht, liegt hier auf dem Tisch. Deswegen an dieser Stelle, Daniel und Frau, nochmal recht herzlichen Dank für diese geile Sammlung. Ja, mega. Und nochmal alles Liebe für die Zukunft. Ne, genau. Ihr wisst, neuer Lebensabschnitt steht bevor. Und in diesem Sinne wird jetzt einen schönen Platz bei uns in der Sammlung finden. Oh, und ich würde sagen, ich habe auch noch ein paar Sachen für dich mitgebracht. Ja, ich pack schon mal ein. Ich mache schon wieder Platz. Ups, da waren die Finger am Weg. Oh! Ein Handheld! Das war jetzt eine Überleitung, oder? Version. Das ist der Odin 2. Ja, da bin ich tatsächlich wirklich raus. Ich weiß, dass die richtig coole Retro-Handhelds machen oder Handhelds an sich. Ich kann da jetzt aber wirklich aus dem Stegreif überhaupt nichts zu sagen. Odin 1 war ja bei vielen auch Zuschauern von uns der mega Geheimtipp, wenn es so um Android-Spielkonsolen ging, weil das war ja damals, als der rauskam mit einem Snapdragon 845 und einem sehr günstigen Preis im Verhältnis dazu, viel Leistung für wenig Geld, wo man sehr geil drauf zocken konnte. Ja, okay. Und jetzt kam vor kurzem halt der Nachfolger raus. Also der 2 quasi. Oh, mit haptischem Feedback, vibriert auch. Also rein optisch und haptisch liegt das schon echt gut in der Hand. Man hat hinten so eine Griffmulde, man hat hier noch Tasten auf der Rückseite. Man kommt an die Schultertasten gut ran. Das Ganze ist stylisch beleuchtet. Odin 2, da steht's. Man hat auch an relativ, der Seite. Auch an der Seite. Auch an der Seite, ja, stimmt. Man hat relativ kleine Tasten. Man hat Android, einen Touchscreen. Genau. Also ich habe jetzt die normale Android-Oberfläche geladen. Man kann auch den Odin Launcher laden. Ja, dann hat man sozusagen alles noch ein bisschen optimierter. Dann kann man nämlich von links und rechts nochmal reinwischen. Dann hat man Schnellzugriffe. Nee, musst du richtig gucken. Ah, Games, Entertainment, Productivity. Das kannst du alles selber verwalten. Ja. Jo. Kannst du ja gleich mal gucken, ob Brightness volle Muppe ist. Genau, ist voll. Jetzt voll hell, ja. 52% Akku haben wir noch. Hier können wir wieder zurückgehen wahrscheinlich, denn mit den Tasten. Nee, musst rechts, links das Menü raus und dann musst du hier aus dem Launcher rausgehen, quit. Ja. Genau, dann bist du da wieder im Android-Launcher drin und das ist so, wie man es kennt. Android halt. Zu den technischen Daten gebe ich dir mal ein paar Infos. Also wir haben 6 Zoll Display, Full HD-Auflösung. Ja. Diesmal ist kein Snapdragon 845 verbaut, wäre jetzt auch schon ein bisschen alt. Es ist ein Snapdragon 8 Generation 2. Ja, verbaut. Ja. Wir haben als Anschlüsse sogar oben den Mini-Display-Port. Das heißt also, da könnte man definitiv mit einem Adapter direkt an Display-Port ran oder einen HDMI-Adapter. Wir haben oben auch noch Micro-SD-Slot, um den Speicher zu erweitern. Basismodell hat übrigens 128 GB internen Speicher und 8 GB RAM. Es gibt dann aber auch noch ein Pro- und Max-Modell. Ja, kommt man nicht so leicht ran. Ah, richtig aufklappen. Okay, dann hat man so eine Lasche und dann hat man einen Micro-SD-Slot. Mhm. Ah, okay. Genau, dann ansonsten noch Powerbutton mit Fingerabdrucksensor, glaube ich. Ja, das sieht man auch hier oben, genau. Lautstärke, aktive Kühlung übrigens, das heißt also, der drosselt definitiv nicht, auch wenn man lange mitspielt. Und unten haben wir noch einen USB-C und einen 3,5mm Anschluss. Der USB-C könnte sogar mit Bildausgabe möglich sein, was jetzt nicht ganz unbedingt notwendig ist, weil wir ja auch oben Wir haben ja oben den Videoausgabe, genau. Und wir haben die Analog-Sticks mit Hall-Sticks sozusagen, also die niemals in den Drift kommen sollen. Das heißt also irgendwann, dass sie anfangen, wenn man sie nicht benutzt, auch trotzdem in irgendeine Richtung wegdriften. Ja. Soll mit denen ja nicht passieren. Genau. Und ansonsten ganz normale Layout, Button-Layout, was man so kennt. Genau. Ich habe dir mal Call of Duty Mobile raufgemacht. Im Endeffekt dadurch, dass man halt Android hat, man kann in Play Store rein und alles runterladen, was man möchte. Kannst ja auch sämtliche Emulationen drauflaufen lassen. Und da ist hier so PlayStation 2, Nintendo Wii, Wii U, GameCube, ist überhaupt keine Grenzen gesetzt. Genau, mit dem Prozessor definitiv nicht. Da also kannst du ja alles zocken, ja. So, jetzt ist natürlich die Steuerung nicht unterstützt. Wird's wahrscheinlich irgendwo noch nicht gestartet gehabt, ja. Hier wird es wahrscheinlich irgendwo einen Mapping-Modus geben, um dass wir das dann auch... Ja, musst mal die 4 Buttons da ausprobieren. Kann auch sein, dass man das nur macht, wenn man im Odin-Launcher ist, dass man dann dieses Overlay bekommt. Das kann auch sein. Also, naja, gut. Aber wenn es jetzt erstmal um die Leistung geht, sieht man es ja. Also gut, Call of Duty wird laufen, so wie alles andere auch. Und die Steuerung kann man mit Sicherheit auch noch anpassen oder mappen. Da wird es bestimmt irgendwas geben. Genau. Ey, läuft ja auf jeden Fall sehr, sehr flüssig. Ist aber nur in 60 Hertz. Ich wollte gerade sagen, also ist nicht mehr, aber ja, es reicht ja eigentlich aus. Die meisten Spiele machen eh nicht mehr mit. Wir haben Android 13 drauf. Es kamen jetzt schon 3 OTA-Updates. Wir haben einen 8000 mAh Akku, das heißt also, der läuft auch eine Weile. Yo. Wir haben 65 Watt Quick Charge, also den kannst du auch relativ schnell wieder aufladen. Und
Das war's eigentlich, oder? Alles sonstige, was halt man von Android kennt, ne? WLAN 7, Bluetooth 5.3, ist ja dank dem Prozessor alles mit. Das bedeutet ja, man kann jetzt natürlich Cloud Gaming auch wunderbar spielen, dann brauchst du natürlich auch weniger Akkuleistung, ob es jetzt Game Pass ist, ob es Nvidia GeForce ist oder GeForce Now, wie das nochmal das heißt. Theoretisch PlayStation 5 als Portal-Ersatz würde auch funktionieren. Hier muss man mit Sicherheit aber die Tasten auch drauf mappen, weil die Controller bestimmt auch nicht erkannt werden, so einfach aus dem Stegreif. Weil Sony will ihre eigene Hardware verkaufen. Man kann Emulation ohne Ende spielen. Mittlerweile unter Android ist auch Switch-Emulation möglich, also auch ohne Probleme. Von der Leistung her gibt es da kein Problem. Was jetzt fehlt, ist Xbox 360 oder PS3. Die gibt es auf Android nicht, meines Wissens nach. Aber man kann auch das eine oder andere PC-Spiel porten. Und das ist natürlich dann mit so einer Steuerung prädestiniert, weil besser kann man es ja gar nicht haben. Ja. Also das ist wirklich, Android ist natürlich jetzt hier, sagen wir mal, ohne Spiele, ohne Emulation drauf. Man kann eine Menge selber einstellen. Man muss halt so ein bisschen wissen, was man will und wo man suchen muss oder wo man was findet. Aber hier hast du unglaublich viel Potenzial. Ja. Und ich finde die kompakten Abmaße finde ich richtig gut. Und die Sticks sind nicht zu klein, sind schon klein, aber die Analog-Sticks. Aber es ist noch so der Kompromiss aus Größe, Kompaktheit und alles drum und dran. Und ich muss sagen, fühlt sich richtig gut an. Also ja, das Kunststoff nimmt gerne dann schnell mal ein paar Fingerabdrücke mit an und so weiter und so fort. Aber da muss man halt einfach mal rüberputzen und dann gut ist. Aber ja, so sieht das echt aus. Das ist auch übrigens der Grund, warum das Base-Modell schon ausverkauft ist oder aktuell ausverkauft ist. Ja, das liegt wahrscheinlich auch mit dem Preis, oder? Ich habe es bei Indiegogo unterstützt gehabt, habe es dadurch ein bisschen günstiger noch bekommen. Aber preislich kannst du ja mal schätzen, was man für das Base-Modell, also jetzt hier. Also wir haben jetzt hier einen Snapdragon 8 Generation 2 drin. Genau, 8 GB RAM und 128 GB Speicher, ist halt erweiterbar. Großes Display, Tasten. Also jetzt praktisch der Verkaufspreis. Ist jetzt bei AYN, also AYN, auch direkt so, kann man es da bestellen. Man kann es auch übrigens auf Amazon kaufen, da zahlt man aber fast das Doppelte, würde ich jetzt in dem Fall lassen. Ich sage jetzt mal, oh, 350. Also das Standardmodell fängt an bei $299. Und das ist krass. Da kommt dann natürlich noch Versandkosten dazu und so weiter. Also bist ja trotzdem irgendwo bei 350 vielleicht. Ja. Wenn man das jetzt mit dem Logitech G-Cloud Gerät betrachtet, das ist jetzt gerade im Angebot für 275, bei uns auf der Website auch zu finden gewesen, zumindest war es letzte Woche noch der Stand, lag so bei 350 Euro UVP und das hat einen Snapdragon 720 und nur zum Streamen geeignet sozusagen. Hier kriegst du halt wesentlich mehr Leistung und hast auch aufgrund des offenen Systems auch viel mehr Potenzial, da was zu machen, wobei das bei dem G-Cloud auch geht. Guckt man jetzt wieder in den PC-Bereich rein, wenn man von Handheld spricht, ist er wieder im Steam Deck-Bereich mit 419 Euro, die neuen Versionen, aber das ist dann halt was anderes als Android. Also ich finde, das kann man jetzt nicht so miteinander vergleichen. Wenn du es bei Amazon jetzt kaufen würdest, würdest du bei fast 500 Euro liegen. Könnte auch dem Umstand geschuldet sein, weil es halt so gut wie ausverkauft ist, dass jetzt da dies haben, da das für sehr viel Geld anbieten. Dann gibt es halt die Pro-Variante. Da liegt man mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher bei $369, also $70 mehr. Hm. Und mit der Max-Variante, ich glaube Max heißt sie, mit 16 GB RAM und 512 GB internen Speicher bei $459. Erklärt auch, warum das schon der Vorgänger so beliebt war, weil der war preislich auch sehr stark. Also, wenn wir jetzt einfach von der UVP von $300 ausgehen, mit der Leistung, mit dem, was du hier alles bekommst, kriegst du kein Snapdragon 8 Generation 2 Gerät mit so ein Features irgendwie, also Telefon irgendwie, kriegst du halt irgendwie für $300 nicht. Also gebraucht vielleicht, aber nicht neu. Und wird schon schwer, ja. Ja, wird schwer, deswegen. Also, und dann halt 8000er Akku und so weiter und so fort. Da kommst du ja wenigstens auch mit hin. Also das ist wirklich, die haben ja keine Kompromisse eingegangen. Genau, ist ja auch ein aktiver Lüfter, der frisst ja auch ein bisschen was an Strom. Aber ich glaube, da kommt man wirklich sehr gut hin. Ich glaube sogar, wir hatten bei Indiegogo da, ich habe den relativ früh dann unterstützt. Ich glaube für 230 oder 240 habe ich den bekommen. Wenn man, das ist natürlich ein Knaller. Indiegogo ist natürlich, oder alle Plattformen, wo man irgendwas baken kann, unterstützen kann, hat man natürlich immer ein gewisses Risiko. Genau, man wartet lange drauf und es kann ja auch was schieflaufen. Es kann sein, dass die nicht zu Potte kommen, dass das Produkt eingestellt wird in der Entwicklung und man dann gar nichts hat, bleibt auf den Kosten sitzen. Das Risiko kann alles passieren, aber bei dem Hersteller, der hat ja nicht das erste Produkt rausgebracht und der hat sich damit etabliert mit guter Hardware zu relativ günstigen Preisen. Und ich glaube, wenn man dann sowas dann auch gelesen hat und gesehen hat, weil es gibt ja tausende Reviews dazu auf YouTube und Co. zu finden, und wenn man da sagt, okay, ich traue dem, dann kann man sowas auch unterstützen und dann kriegt ihr sowas halt, wie Kai gerade sagte, für $230 plus halt Versand oder Steuern und kommt halt wesentlich günstiger mit weg und habt fette Hardware dran. Das ist, da muss man da mal sagen, okay, dann ist das so mit Baking-Unterstützungsgeschichten, ist das eine interessante Sache. Aber halt nicht bei allen. Bleibt ja trotzdem immer noch, aber man kann es halt auch bei dem einen oder anderen Hersteller ein bisschen reduzieren. Genau.
Gucken wir uns vielleicht auch nochmal genauer an, weil ich finde das mega spannend. Ja. Und auch danke von euch nochmal, dass ihr so oft uns auch darauf hingewiesen habt, dass alleine der Vorgänger. Wie lange hast du den jetzt eigentlich liegen? Der liegt jetzt auch schon 2 Monate oder so. Also der liegt schon eine Weile. Ja, okay, gut. Deswegen, aber gucken wir uns an. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, ich habe mein Highlight schon jetzt eigentlich. Können wir jetzt eigentlich, ich würde gehen jetzt. So. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Fraktion. GookTech, oder wie heißt das? Ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, GookTech. Aber hier kommt mal wieder ein paar gut abgefahrene Modelle. Aber pack einfach aus, ich sag noch gar nichts. Ich fange mal jetzt beim Kleinen an. Also das finde ich jetzt am unspannendsten. Ja, deswegen machen wir das mal ganz schnell einfach, weil es ist Netz. Ein Adapter zum Beladen mit auch 65 Watt. Auch 65 Watt. Ähnelt dem auch von Ugreen stark. Ja, wir haben auch 2 USB-C und einen USB-A-Anschluss. Ja, aber der ist halt, hier sieht man es halt, nicht so kompakt. Nee, das ist, also ist jetzt nicht groß, aber nicht, nee, klar. Im Verhältnis dazu ist der groß. Genau, ist natürlich immer noch eigentlich handlich. Ja, 65 Watt in einem schicken Silber GookTech, wie auch immer. Und der spuckt übrigens genau das gleiche Spezifikation. Also beide 65, USB-C 30, können, 22. Nee, beide USB-C so. Können wie bei dem anderen auch 2x65 Watt ausspucken und der USB-A bis 22,5. Genau, auch mit Schutzmechanismen und so weiter und so fort. Jo. Ganz normal auf Amazon erhältlich. Ja, also rein von der Optik, her und von dem Gesamten, wie es ist, wirkt es erstmal günstiger auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir hier dann ein adäquateres Preissegment haben, dass der gar nicht so teuer sein wird. Aber das machen wir gleich. Wir wollen ja hier den Spannungsbogen aufrechterhalten. Ich packe ihn auch mal wieder ein. Dann nehmen wir uns das hier. Das ist auch sehr interessant. Auf der Verpackung steht 150 Watt und 20.000 Milliampere-Stunden. Gut, die Milliampere-Stunden-Anzahl ist jetzt wahrscheinlich nicht so neu für die meisten, das kennt man. Hier kommt es auch, glaube ich, auch eher auf die Wattstunden an, weil man muss ja auch ins Flugzeug safe sein im Idealfall. Ja. Das ja, gilt ja immer noch, glaube ich, das Limit bei allen oder bei vielen Airlines bis 100 Wattstunden. Und das ist die sicherere Kapazitätsangabe. Ja, 20.000 Milliampere-Stunden, damit kannst du auf jeden Fall eine Weile. Ja, das steht drauf. Ich glaube, wir sind bei 75 Wattstunden, glaube ich, in dem Fall. Ja. Ja, genau. Wir haben noch 40% anscheinend. Kleine Anzeige, 40% Restkapazität. Genau, ganz klassisch, 2 USB-C, 1 USB-A. In-Out, genau, hier ist Ausgang. Und der eine kann bis 100 Watt, der zweite kann bis 33 Watt und der USB-A kann auch bis 33 Watt. Und wenn man dann halt 2 oder 3 Anschlüsse nutzt, kann man halt bis zu 150 Watt insgesamt verbrauchen. Es drosselt sich dann auch so ein bisschen zusammen, kennt man ja. Aber bis zu 100 Watt ist auch schon sehr sportlich. Genau, 73 Wattstunden, Airline Safe, das ist auch wichtig, ist auch drauf gedruckt. Ja. Ist auch gut, dass viele Hersteller das mittlerweile machen, dass sie es direkt draufschreiben. Ja. Und hier haben wir dann nochmal die Spezifikation, die du gerade vorgelesen hast, also steht ja auch alles mit drauf. Mhm. Ist jetzt ein bisschen eher ein Klopper, was das angeht. Aber bei einer Powerbank bis 100 Watt, wir sind ja, wie gesagt, das ist jetzt kein Charger mehr, das ist eine Powerbank und bis 100 Watt ist schon sportlich. Die Powerbank selbst kann übrigens mit bis zu 90 Watt beladen werden. Also das ist auch, der Akku ist dann auch relativ schnell wieder aufgeladen. Ah, das ist schon, ja. Boah. Und jetzt kommen wir noch zum Highlight. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Das ist ein ganz schönes Monster. Und da steht nämlich 210 Watt drauf. Und das ist auch eine Powerbank wohl. Auch 25.000 Milliampere-Stunden, ja. Ja, jetzt 25, ebenfalls. Ja, also Single Port Maximum Output lese ich schon 140 Watt und maximal zusammen 210. Das heißt, da kannst du wirklich mehrere Geräte mit kompletter Leistung einfach beladen. Ja, es können fast alle, also ich kann es schon wirklich sagen, sind 3 Ports und die können fast alle mit Fullspeed gefahren werden gleichzeitig. Oho. So, da haben wir die Oberseite. Genau, also ganz kurz, wir haben 2 USB-C, 1 USB-A. Der USB-erste kann bis 140 Watt, der zweite bis 60 Watt und der USB-A bis 30 Watt. Und deswegen, so kommt man jetzt theoretisch auf 230 Watt. Deswegen sage ich, die können fast zusammen im Fullspeed laufen. Auch 90 Wattstunden, Airline safe damit. Und jetzt kommt ein bisschen das Highlight. Display. Oh, und mit Beleuchtung. Ah, das sieht fett. Oh, nice. Ja, also das ist was richtig für die Technik-Nerds. Ja, warte mal, ich brauche hier mal ganz kurz ein Kabel. Ich nehme jetzt einfach mal
das jetzt hier, stecke das jetzt mal einfach so ran. Kabel liegen übrigens auch alles bei, aber... Ja, ist ja... Geht jetzt auch schneller. Dann nehmen wir mal einen Typ-C-Port. Und da müsste jetzt hier irgendwas passieren. Ich habe noch 82% Akku, da passiert jetzt nicht so viel. Genau, er gibt jetzt gerade 6 Watt gerade mal raus. Kann jetzt gut, auch noch kann es am Kabel liegen. Ich muss jetzt nochmal aufmachen, genau. Du bist ja auch über ein USB-A dran, da geht sowieso nicht so viel. Also er würde jetzt noch 2 Stunden 22 dein Telefon so beladen können mit den, mit den restlichen 19%. Und ansonsten, das Kabel übrigens, was beiliegt, ist glaube ich bis 240 Watt theoretisch sogar belastbar. Das mal. Was ja die Powerbank nicht mitmacht, aber... Nee, mein Telefon auch nicht. Ich habe ja nur ein Pixel 8 Pro, das kann ja nur mit 23 Watt oder irgendwas laden. Hier nochmal der Tipp übrigens, ihr schadet damit nicht eurem Smartphone, weil das Smartphone kann natürlich nur mit dem beladen werden, was es selbst auch unterstützt. Ja. Das heißt also auch, wenn der Port hier bis zu 140 Watt kann, aber wenn das Telefon nur, in Anführungszeichen, mit 40 oder 45 Watt geladen werden kann, dann zieht es auch nicht mehr. Genau. Also hier steht es bei mir, wird schnell geladen, ist voll in 38 Minuten. Irgendwo bei 16 Watt sind wir jetzt gerade, 15 Watt, weil ich, wie gesagt, ich habe 82% Akkukapazität noch, da kann er nicht so schnell laden. Da lädt er dann auch nicht mehr. Man hat ja eine Ladekurve und da lädt er dann irgendwann, am Anfang lädt er nicht mit Fullspeed, am Ende lädt er auch nicht. Aber hier mit Animation so, das sieht schon cool aus. Also ist schon stylisch. Aber das ist halt auch, ne, ist was Großes. Da muss man natürlich auch Verwendung für haben. Aber so mit der gestaffelten Leistung zusammen, also wenn es wirklich dringend ist, dass man da 2 Telefone mit Schnellladen irgendwie laden muss oder irgendwie was anderes, dann ist das eine nette Kombination. Ja. Und vor allen Dingen, dass die dann auch alle fast im Fullspeed zusammen gleichzeitig laufen können, das finde ich schon, und für das für eine Powerbank, und das ist kein Netzteil, sondern das ist eine Powerbank. Also hier dürfte meines Erachtens gerne ein bisschen mehr Kapazität drin sein. 25.000 mAh. Nee. Darf man jetzt nicht unterschätzen. Du weißt jetzt gerade nicht, die Wattstunden sind das Entscheidende, weil du weißt ja auch nicht wieder, wie die Zellen oder die Akkuzellen zusammengesetzt sind, mit welcher internen Spannung gearbeitet wird. Mhm. Deswegen ist es jetzt gerade gar nicht so aussagekräftig, sondern die Wattstunden sind das Entscheidendere. Und da sind wir mit 90 Wattstunden, ist schon einiges. 18 Volt, 4,9 Ampere, 5 Amperestunden. Ja, ja. Bei einem ganz normale Powerbank hat ja nur zusammengeschalten, dann meistens 7,2 Volt. Ja, und hier haben wir 18 Volt, genau. Ja, das ist dann und das mehr, ist ja dann schon, da sind so viele Zellen zusammengeschaltet. Ja, ja. Naja, das macht ja auch die Größe dann aus. Normalerweise auch hinschreiben, weiß ich, 75 oder 100.000. Ach so, ja. Ja, siehst du, das wisst ihr Otto Normalverbraucher ja auch nicht. Genau, deswegen lasst euch da immer nicht von der Milliampere-Stunden-Kapazität blenden, sondern die Wattstunden sind entscheidender. Mhm. Also so ein Smartphone-Akku hat jetzt meistens so, weiß ich nicht, 8 bis 12 Wattstunden und dann kann man sich das vielleicht auch eher zusammenrechnen. Halt. Klar, Umwandlungsverluste und Co. jetzt mal alles außen vor. Krass, aber ist mal... Aber da geht schon was. Nice. So, jetzt hau mal preislich was raus. Also, ich fange mal bei dem Charger mit 65 Watt an. Ich sage mal, der liegt so bei... Ich gehe jetzt einfach wieder mit 35 Euro an. Richtig, so 35 Euro. Standardpreis. Ist auch richtig geraten. Der okay. Kostet 35 Euro. Schön. Aktuell auf Amazon. Ja, und dann wird schwierig. Also eine 25.000 mAh oder 20.000. Also... Ne, eins von beiden mit 20 oder 25.000 mAh schon kriegt man so, ohne dass da irgendwas Besonderes dran ist, ohne Schnellladen, so für 20, 25 Euro irgendwo schon. Dann ist es aber ein guter Deal. Ja, ja eher bei 30. Also aber 25 hier hast du würde ich schon sagen. Ja. Genau, aber hier hast du ja halt eben noch die hohe Ausgangsleistung. Und ich denke. Achso, übrigens, die große kann mit bis zu 110 Watt selbst beladen werden. Und die hier, die auch mittlere war ja bis 90, mit 90 Watt beladen. Genau. Ich. 80? Die jetzt hier? Also, UVP 80 Euro, aktuell für 60 Euro zu haben. 20 Euro Sofortrabatt kann man aktivieren bei Amazon, kann man für 60 Euro mitnehmen. Ja, und bei der, ich glaube, da liegen wir über 100 Euro. Ich sage jetzt mal, 120 schweben mir gerade im Kopf. UVP 130 Euro und auch da kannst du 20 Euro aktivieren, bis bei 110. Aktuell bei Amazon. Das wäre meine nächste Wahl gewesen, die 110 tatsächlich. Ist auch nicht wenig Geld. Aber wenn man halt eine leistungsstarke Powerbank braucht, die auch für den Flug geeignet ist, für einen Urlaub und so weiter, wenn man halt Bilder und sonst was machen will und zwischendurch schnell laden muss, ist das sehr interessant, weil ich dann halt im Prinzip keinen Wallcharger brauche für die Wand, sondern ich kann wirklich jetzt alles laden, was irgendwie ein Kabel hat. Genau. Also da bin ich bei den Konkurrenzprodukten, bei den Bayer Powerbank bin ich dann auch eher bei Anker. Und da gibt es ja auch teilweise Powerbank-Modelle mit Display und Co. Und da ist man natürlich dann preislich auch teurer. Das heißt, das ist schon fair, der Preis hier. Muss man dazu sagen. Und macht wirklich einen guten Eindruck. Ja. Und wie gesagt, und bei dem Netzteil haben wir ja den schönen Vergleich, wenn man bei Ugreen mal sieht, ne, Metallgehäuse und sehr kompakt.
hier jetzt wieder eher Kunststoffgehäuse, dafür auch größer. Und da sieht man dann halt auch, wie sich so die Kosten zusammenstellen, ne? Mhm. Also das zeigt halt einfach die Vielfalt und die Alternativen auf dem Markt. Ich glaube, besser kann man das in einem Video gar nicht zusammenfassen. Wie gesagt, die zwei Powerbanks sind trotzdem teuer, das will ich jetzt nicht unterschlagen, aber wie gesagt, ihr habt die Auswahl. Und wenn man ihr müsst ja auch für euch entscheiden, was brauche ich denn eigentlich? Das Schnellladen überhaupt braucht. Wenn ihr sagt, mir reicht eine Powerbank mit viel Kapazität, aber die vielleicht maximal 30 Watt B- und Entladen werden kann, kommst du wesentlich nicht günstiger. Weniger. Und wenn es reicht, spart man halt Geld. Ja. Krass, aber das sind auch so eine Dinge, die kenne ich zum Beispiel auch nicht, aber... Hier zahlst du ja auch das Display und alles mit, ne? Ja. Also wer auf so eine... Das sind ja letztlich Spielereien, klar. Seien wir mal ehrlich, wenn man das nicht braucht, ja, dann kann man andere Modelle sich holen und kann ordentlich Geld sparen. Aber wenn man da Bock drauf hat auf die Optik und die Leistung auch möchte, weil ist ja schon viel... Hey, Tasche habe ich überschlagen, ist auch mit bei. Go for it. Gut, so, würde ich sagen, weiter geht's. Ja, machen wir das. Wie weit weg können wir jetzt von dem kommen, wo wir gerade waren? Wir versuchen es mal. Mit einem Handwärmer. Na, pack mal aus. Bicycle Bell? Ich fange mal mit dem Kleinen an. Also das ist eine Fahrradklingel. Wäre jetzt das Englische nicht so mächtig. Oh, die ist aber riesig. Oh ja. Also Imbus, um das Ganze zu öffnen und... Genau, und wenn sie dann wirklich an der Lenkerstange ist. Also das, als ich das Ding gesehen habe auf meiner Recherche... Diesmal wirklich, wirklich minimalistisch. Das ist aber geil irgendwie. Das sieht aus wie so ein Nitro-Knopf, aber eigentlich ist das halt nur die Klingel. Und wenn du halt wirklich dann isoliert von dem Metallteil bist... Genau, die klingelt jetzt nur nicht so richtig, weil Ronny sie in der Hand hält. Aber wenn sie an eurer Lenkstange aus Metall ist, dann ist sie ja entkoppelt und dann... Die ist auch... Die scheppert lang nach. Also, das ist kann es in der Aufnahme ein bisschen komisch klingen vielleicht, aber das ist ja mal... Aber ich finde jetzt, das Gewinde sieht irgendwie so klein aus. Also, na gut, kannst ja aufdrehen und dann hast du da auch noch ein bisschen Spiel. Ja, du hast ja hinten auch, glaube ich, diesen Schnellverschluss, wenn mich nicht alles... Nee, das ist... Achso, das Klingelding. Nee, aber da kannst du noch ein bisschen variieren. Aber die Lenkstangen sind meist auch nicht dicker. Also das ist schon... Das passt weiß schon. Ich es nicht. Also die E-Bikes, die wir jetzt irgendwie getestet haben oder so... Die werden, sind ja auch meistens innen dick und werden dann außen schmaler. Und dann außen brauchst du ja die Klingel am Griff. Ja, aber gut, müsste man ausprobieren. Aber das ist mal... Die Rock Bros, das ist auch ein interessanter Name. Da oben steht es auch drauf. Mhm. Ja, das ist so eine Erfindung aus China, definitiv. Die kannst du auf Amazon kaufen. Ja, ist auch Amazon. Ja, machst du ja immer so, ich weiß. So, aber dann, das finde ich interessant. Okay, Preis machen wir gleich, aber erst mal das andere. Okay, gut. Das ich habe es natürlich thematisch zusammengefasst. Das sieht aus wie Lichte oder so. Oh, das ist, ja. Genau, Front- und Rücklicht oder sowas oder irgendwie was in die Richtung. Auch mit so einem Gummischnellspanner quasi. Sowas habe ich in die Richtung bei mir am Fahrrad auch drauf da dran, wo ich es da brauche. Das kannst du einklemmen in die... Na, ist eine Halterung bei. Ach so. Ah ja, okay. Dann kannst du es so rum irgendwie schnallen. Okay. Hm. Ja, leuchtet rot, ne? Genau. Und per USB-C übrigens aufladbar. Das haben wir hier. Ja, das ist gut. Bei meiner Lampe ist noch ein Micro-USB. Wir haben einen Abstrahlwinkel von 220 Grad. Das heißt also, das Ding leuchtet nicht nur nach hinten, sondern auch nach links und rechts. Ja. Ihr werdet dann also auch von links und rechts auch gesehen mit dem Rücklicht. Na, theoretisch von oben und unten auch. Hier gleich die wichtige Info vorweg. Vorder- und Rücklicht, Straßenverkehrs zugelassen in Deutschland. Kannst du ganz normal nutzen. Das heißt also, da überhaupt keine Probleme und Bedenken. Und per USB-C aufladbar, finde ich dann halt praktisch. Und deswegen ist es auch praktisch. Gut, wenn das Ab- und Aufbauen, also das Ranmachen an Lenker und Abmachen, recht einfach funktioniert. Ja. Weil die willst du auch nicht am Fahrrad lassen, weil sonst kommt einer vorbei und meins, 3, 2, 1, meins. Ja. Und deswegen muss das auch einfach funktionieren. Ja, hier das Gleiche. Lampe. Übrigens in 3 Stufen Helligkeit. Ja, 2 und eine aus. Ah, ich glaube, irgendwie Doppelklick oder so, irgendwie gibt es dann da wahrscheinlich noch eine Turbostufe. Oder drückt halten. Eigentlich war von 3 Helligkeitsstufen die Rede. Naja, aber vielleicht meinen sie auch wirklich 1 aus und 2 als Helligkeit. Meinst du, sie haben ja auch 3. Da kann ich dir übrigens noch die Infos geben. Auch USB-C. Bis 200 Meter Leuchtweite. IPX5 ist beides geeignet. Und auf der höchsten Stufe... Knapp über 2 Stunden Akkulaufzeit auf der niedrigsten Stufe, die auch immer noch hell ist. Kann ich mal kurz Licht ausmachen.
Auf der niedrigsten Stufe 6 Stunden Akkulaufzeit. Und also ich finde es auch schön, dass es so schön gebündelt ist. Man sieht immer, das sieht ein bisschen viereckig aus. Ja, sodass man den Bereich vor sich auch wirklich so beleuchtet hat, ohne jetzt irgendwie noch links und rechts alles mit auszuleuchten. Das sieht vernünftig aus. Sieht man auch bei modernen Fahrrädern, ist es meist auch so gelöst, oder bei E-Scootern, ja, dass die auch meist so eckig den Bereich vor sich wirklich sehr gebündelt ausleuchten. Helligkeit, Lumen hast du gerade... Nee, haben sie selber nicht hingeschrieben. Haben sie gar nicht angegeben. Keine Lumenangabe, nur dass halt bis maximal 200 Meter, vielleicht steht es da auf der Packung. Nö, 600 mAh Kapazität IPX5. Genau, Helligkeit hat man aber gesehen, kann definitiv mit einem modernen E-Bike mithalten. Ja. Und wenn man das halt nachrüsten will, jo, finde ich praktisch. Auf jeden Fall. Also gerade mit so einem Schnellspanner, dass auch, du dann auch, halt genau, auch mit dem Rücklicht, was wirklich auch nach links und rechts mit wahrgenommen wird und dass es halt straßenverkehrszugelassen ist in Deutschland. Und mit Typ C beladen werden kann. Das finde ich super wichtig, weil das halt einfach der Standardanschluss aktuell ist. Theoretisch auch unterwegs, wenn du eine Powerbank bei hast. Ne? Haben wir zufällig hier liegen? Im Rucksack und dann lädst du sie im Rucksack schon mal wieder mit auf. Genau, dann hau doch mal einen raus. Was schätzt du, was die Klingel kostet und dieses Fahrradbeleuchtungsset? 5,99 € und das Beleuchtungsset bei 13,99 €. Also die Klingel kostet aktuell 7,99 €, okay, also ein bisschen über deiner Schätzung. Ja, ist okay. Und das Fahrradbeleuchtungsset knapp 25 €. So günstig ist es dann doch nicht. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was ich für meine bezahlt habe, mit Micro-USB noch, ich glaube, ich habe für meine aber auch 15 bis 20 alleine Wenn man bezahlt, natürlich für, sowas importiert, nicht. Kann man nochmal ordentlich was sparen. Ja. Klar, das sind jetzt Amazon-Preise, da ist alles Mögliche schon mit einkalkuliert. Wenn man sagt, ich kaufe das auf, weiß ich, AliExpress oder sonst wo, Temu, Banggood, Geekbuying, dann kriegst du nur die Hälfte. Ja, ich denke, das könnte man bei denen auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, 25 für Front- und Rücklicht und das mit Typ C beladbar und eine vernünftige Helligkeit plus ein vernünftiges Abstrahlspektrum, also oben, unten, links, rechts plus hinten. Also was willst du eigentlich mehr? Das ist halt genau das, was man auf dem Fahrrad auf jeden Fall beachten sollte. Wir haben jetzt ja immer noch Temperaturen und Wetterlagen, wo es halt abends dunkel ist und kalt ist und Hauptsache gesehen werden. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ich sehe so oft bei uns zwischen den zwei Dörfern da irgendwelche Leute rumlaufen oder auf dem Fahrrad fahren und die haben kein Licht an. Die sind zwar auf einem Fahrradweg, aber wenn ich selber mit Fahrrad fahre, Licht anhabe und plötzlich aus dem Schatten auf der linken Seite irgendwas auf mich zukommt, ich habe mir schon so oft wortwörtlich in die Hose geschissen, weil da plötzlich jemand vor mir stand, den ich mit meiner Lampe, die ich hatte, nicht gesehen habe. Auch als Fahrradfahrer, ich will ja sehen, auch was vor mir auf der Straße. Genau, das ist halt unverantwortlich, ohne Lampen zu fahren. Genau, nicht, dass da irgendwie ein Stock liegt oder nasses Laub, wo ich dann irgendwie vielleicht das Fahrrad noch wegrutsche. Ja, oder irgendwas anderes, ein Hindernis. Ne? Oder wie gesagt, auch Personen und selbst die, ne, die sehe ich dann einfach nicht. Nichts reflektieren, es gab komplett in Schwarz gewesen, strömender Regen und dann siehst du noch weniger, Autos blenden von der linken Seite und dann bist du da, siehst du nichts. Und Licht ist immens wichtig. Und auch als Fußgänger sollte man vielleicht manchmal überlegen, ob man nicht einfach ein Licht irgendwo an sich ranmacht, dass man auch gesehen wird, gerade wenn man zwischen zwei Orten hin und her läuft und halt keine Beleuchtung ist. Mhm. Es geht schneller, dass man da irgendwie umfährt, als man es glaubt. Papa Ronny spricht gerade weise Worte an euch. Der Nicht-Papa Ronny spricht weise Worte an euch, genau. Wir wollen ja auch ein bisschen Feedback mitgeben, was manche Dinge wichtig sind und sowas liegt mir am Herzen. Genau. Jetzt würde ich sagen, habe ich noch was für dich? Ja, ich hoffe doch. Und schnell weg damit. Also ich habe gerade mit Ronny besprochen, ich habe eigentlich noch zwei Produkte, aber aufgrund der Laufzeit spare ich mir das eine Produkt für die nächste Folge auf. Und er darf jetzt sich aber aussuchen, ob große oder kleine Packung. Ach, klein. Gut. Wir haben jetzt gerade was Kleines gehabt, viele kleine Sachen, und dann können wir mit klein weitermachen. Papa, nicht Papa Ronny hat entschieden. Es ist ein Smartphone. Coupon? Genau, und hier haben wir nämlich auch eine Zuschauerempfehlung von euch. Liegt auch schon jetzt ein paar Wochen. MediaTek 6789, das ist der Helio G99. Richtig. Und der ist auch nicht schlecht, weil wir landen ja bei Antutu so knapp über 400.000 Punkte. Ja, Mittelklasse. Also Mittelklasse. Ja, untere Mittelklasse, muss man mittlerweile sagen. Genau, unterstützt halt kein 5G. Aber es gibt welche, die können 5G, auch mit dem G99. Na, beziehungsweise es gibt den G99 Ultra noch, der von Xiaomi auch verbaut wird. Beziehungsweise würde auch jetzt, er wird jetzt auch genannt MediaTek Dimensity 6080 oder so. Hatten wir ja bei der Redmi Note 13 Serie. Und das ist im Endeffekt der, nur mit 5G-Support. Ja, guck mal, das sieht sexy aus. Also es ist direkt eine Schutzhülle mit bei und das ist halt wahrscheinlich auch wieder ein relativ günstiges Gerät. Ich mache die Hülle jetzt einfach mal ab. Es sieht nice aus. Also das kann man auch noch abmachen. Es wirkt so ein bisschen transparent. Also könnte man so ein bisschen ins Gehäuse reingucken. Ist es aber gar nicht. Es ist halt einfach nur eine tiefer liegende Lackierung sozusagen oder so. Also es sieht gut aus. Es hat was. Und das Telefon ist gefühlt auch relativ schwer. So, 6,583 Inch Full HD, 100 Megapixel, 32 Megapixel, G99,
5200 mAh. Hier siehst du es übrigens, 20 Wattstunden. Also da kann man sich das dann hochrechnen. Ja. Beim anderen, bei der großen Powerbank haben wir knapp 90 Wattstunden. Klar, wieder mit Umwandlungsverlust, aber ja, kann man sich das so. Ja, ja, dann bist du viermal mit Laden dabei. Hm. Dann Powered by Android, ist eigentlich auch klar. Schutzfolie ist drauf, mit Blase noch. Naja, ja, Frontkamera, altes Design. Powerbutton, Wippe, SIM-Schacht, Typ C, Lautsprecher und mehr ist nicht dran. Also ja, Standard würde ich sagen. Genau, Android 13. Ist ein IPS-Panel auf jeden Fall, ist kein AMOLED-Panel. Mhm. Das sieht man schon, aber die Folie ist, die hindert schon wieder so ein bisschen am Blickwinkel. Ja, dann mach die direkt ab. Ich mach die mal ab, ja. Das ist, dann hat er eh eine Blase drunter. Das ist eine dicke Folie. So, und dann sieht man nämlich, ja, ist jetzt von der Helligkeit, vom Blickwinkel sieht man, dass es so ein leicht dann irgendwie ein bisschen noch abdriftet, aber das ist alles noch im Rahmen. Auf der Kamera wirkt es jetzt auch ein bisschen blaustichig. Aber ja, ein bisschen kühl, ja, aber das kann man vielleicht noch einstellen. Wie gesagt, wir werden ja sehen, was genau die Preisklasse hergibt. So, Gestensteuerung. Jetzt gucken wir erstmal hier oben rein. Dum, 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 dum. Volle Helligkeit. So, WLAN haben wir jetzt ausgelassen, Standort ist an, Updates, bliblablub, NFC. So, wir haben einen blauen Hintergrund, wir haben ein bisschen Software drauf, einen Kindermodus, irgendwas Französisches, kleine Symbole, muss man jetzt mal sagen. Gut, das kannst du einstellen. Das kann man einstellen, genau, aber eine Viererreihe. Dafür eine große Uhrzeitanzeige auf dem Homescreen. Ist ganz wichtig, ja. wir gucken mal in die Einstellungen rein. Ja, es wirkt jetzt nicht so flüssig, finde ich. Also es kann aber auch an den Animationen liegen. Kannst mal gucken, wir haben nämlich ein 120 Hertz Display. Okay. Da ist aber eingestellt. Screen Refresh Rate. Okay. Und vielleicht muss der jetzt auch gerade erstmal, naja, das wirkt schon ein bisschen anders. Aber es mag es vielleicht auch an dem IPS-Panel liegen, dass es das gar nicht so geil umsetzen kann, wie es halt mit einem OLED oder sowas Panel würde. Aber ja gut, jetzt zum System kann man jetzt ja erstmal nicht viel sagen, weil da ist jetzt ja nichts drauf weiter, da kann man jetzt nicht viel sagen. Gucken wir mal über System rein. Update Android 13, immerhin. Ansonsten über das Telefon. Was kann ich dir denn noch als schöne... 12 GB Arbeitsspeicher gibt es auf jeden Fall. Genau, auch wieder mit der... Dann auch 256 GB internen Speicher. Ja, das steht es hier tatsächlich. Genau, Prozessor hat das ja genannt. Wir haben eine Kamera mit einem 100 Megapixel-Sensor. Ja. Arbeitet dann halt per Pixel-Binning meistens, dass man halt aus 4 zum Beispiel einen macht. Damit halt auch die Speicherplätze, der Speicherbelegung nicht so groß ist, genau. Aber damit man auch sozusagen 4 Pixel in einen besseren zusammenfassen kann, um es mal jetzt ganz einfach auszudrücken. Machen aber auch teure, moderne Smartphones, ja, liegt einfach daran, statt 25 MB pro Bild hast du nur 5 MB pro Bild. Die Zweit- und Drittsensoren sind eher nicht der Rede wert. Wir haben noch einen 5 Megapixel Makro und einen 0,3 Tiefensensor, den man dann unter Ulk verbuchen kann. Frontkamera 32 Megapixel, ist auch nichts außer, weil kein Sensor ist wirklich angegeben, was da für ein Hersteller hintersteckt. Soll aber vom Hauptsensor so weit ganz gute Bilder machen. Ups. Ja. Wir haben halt den 5200 mAh Akku, der aber nur mit bis zu 18 Watt geladen werden kann. Also wer jetzt nicht so ganz eilig hat, ist es jetzt auch nicht weiter schlimm. 18 Watt ist jetzt wirklich nicht viel. Nee, wir haben NFC, Bluetooth 5.2, Dualband WLAN, also kein WLAN 6 oder 7 oder sowas. Aber wir haben noch einen MicroSD-Slot, der ist im SIM-Schacht mit untergebracht. Also den 256 GB Speicher könnte man auch noch erweitern. Ja. Ja, Frontkamera 32 Megapixel sagt erstmal nichts aus. Bei den günstigen Importen oder günstigen Herstellern ist es halt einfach so. Geht aber bei der schwierigen Lichtsituation. Geht auf jeden Fall klar, aber letztendlich Bildqualität entsteht nicht nur durch die verbauten Sensoren, sondern halt auch durch die Software. Natürlich. Ja, und das ist halt einfach so, ist so ein Zusammenspiel, mehrere Faktoren, dreier Faktoren eigentlich. Sensor, die Linsen und die Software. Aber so grundsätzlich bei uns, ja, ein bisschen Grundrauschen auf den Bildern drauf. Das ist jetzt auch teilweise ein bisschen zu hell dann gefühlt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt nicht das beste Licht hier. Also hier sieht man es auf jeden Fall, dass es zu hell ist. Ja. Ne? Und auf der Kamera sieht es halt auch super blaustichig aus. So ist es dann aber nicht ganz. Dann der Makrosensor. Du kannst zumindest die einzelnen Haare dann zählen. Das ist auch okay. Also es kommt das halt wirklich auf die Preisklasse drauf an. Also grundsätzlich, Qbot habe ich damals selber auch mal benutzt. Ist aber schon wirklich etliche Jahre her. Und ich habe damals 130 Euro auf Amazon oder eBay bezahlt. Und das liegt aber schon... Also bestimmt Qbot 8 Jahre zurück. Wer Qbot nicht kennt, ist ein Einstieg, also ein chinesischer Hersteller von Einstiegs-Smartphones. Ja. Ganz normal auch auf Amazon, eBay und Co. alles erhältlich. Ja. Das hier ist auch auf Amazon gekauft und ist eine Zuschauerempfehlung gewesen. Ja. Und der war wirklich sehr angetan von dem Smartphone für den aufgerufenen Preis. Ja. Und jetzt kommt Ronny. Was schätzt du denn, kostet dieses Smartphone?
Also ich habe es gerade schon ein bisschen eingeordnet. Kubot hat auch günstige Geräte mit dem G99, untere Mittelklasse, nennen wir es mal, bist jetzt halt gut dabei, das reicht für den Alltag aus. Kamera wird natürlich mit großen Sensoren beworben und. Hat normale Features und alles, was man so braucht im Alltag. 5G, wie gesagt, nicht drin, braucht auch nicht jeder. Man hat noch ein bisschen altbackenes Design und dicke Ränder. Daran merkt man auch, dass es halt eher noch, ja, vielleicht auch Restbestände sind, die mit verbaut werden, keine Ahnung. X70. Hey, sag mal, ich würde jetzt trotzdem mit 180 maximal rangehen auf Amazon. Also UVP sind 200 Euro. Aktuell kannst du auf Amazon 15 Euro Sofortrabatt aktivieren, bis bei 185. Hm? Ich habe es um den Black Friday rum dann für 170 gekauft. Und es ist auch immer mal wieder für 170 Euro zu haben, ja, wenn man ein bisschen wartet. Ja, das Problem eigentlich daran ist, gar nicht das Telefon und das, was es macht oder das, was es ist, sondern die harte Konkurrenz. Redmi Note. 12, 13er Reihe, so um die 100, das normale Redmi 12 kriegst du für 150 Euro. Wo man die 13er Reihe momentan auch noch ein bisschen ausklammern müsste, weil die ist relativ teuer. Die ist noch teuer, das stimmt, ja. Wird sich auch noch regulieren, aber Redmi Note 12 Reihe, da kriegt man schon gut was für sein Geld. Oder natürlich auch genauso Redmi, ach Quatsch, oder auch genauso einen Poco und Co. Ja. Gut, gehört auch zu Xiaomi. Ja, in der letzten, aber sind ja zwei Marken. Gibt's halt harte Konkurrenz. Oder wie wir es letztens hatten, das Motorola G54 für 169 Euro aktuell auf Mediamarkt zu bekommen. Auch mit 256 GB Speicher. Hatte ein ähnliches IPS-Panel, also kein AMOLED, das macht Redmi ein bisschen besser. Hat uns im Test aber sehr gut gefallen, kam bei euch auch sehr gut an und war durch einen Zufall bei uns in der Redaktion gelandet. Hier muss man definitiv vorweg sagen, hier wird sicherlich kein großes Update kommen. Vielleicht so kleinere Bugfixes noch, aber kein Update irgendwie auf Android 14 oder so. Und das ist ja das, was man zumindest bei Motorola, klar, da wart ihr jetzt auch nicht so angetan, die Leute, die lange Erfahrung haben, haben gesagt, da kommen auch nicht so viele Updates, aber da kommt sicherlich noch ein großes Update. Hier braucht man halt gar nicht von ausgehen. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht so markenaffin seid oder sagt, ich gebe auch chinesischen kleinen Firmen eine Chance und ich brauche nur was, was mir gefällt, Kamera ist nicht so super wichtig, aber solide, ausreichend, dann wäre das was. Performance reicht völlig aus für den Alltag und ihr könnt damit ja auch alles machen. Also es steht ja nichts im Wege. Instagram, TikTok, was weiß ich, damit funktioniert alles. Es sieht auch schick aus. Akku ist auch groß. Ja, Akku ist auch groß, größer als bei den meisten. Ich habe jetzt gerade das OnePlus 12 getestet, hat einen 5400 mAh Akku und hier haben halt 5400 mAh Akku drin. Hier haben jetzt halt 5,2. Also das geht schon. Also damit kommst du dann auch hin. Also ja. Genau, es der Prozessor wird jetzt nicht mehr so ganz effizient sein wie halt richtig moderne Prozessoren, aber letztlich. Wer die Leistung bei dem hat, Preis, auch, ist, denke ich mal, passt das schon. Ich denke auch. Also, ja, ich denke, das werden wir uns nach dem Samsung A25, was ich gerade jetzt eingerichtet habe und anfange zu testen, dann auch nochmal angucken. Auf dem Zweitkanal Nerds Haven Tech dürft ihr, wie gesagt, gerne mit vorbeischauen und dann können wir da uns mal ein bisschen mit beschäftigen und schauen wir mal. Ist auf jeden Fall, ja. Interessant auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall genügend Modelle, die man unter 200 Euro bekommt und wie gut die abschneiden ist natürlich, oder was man selber präferiert, was einem gefällt, ob einem AMOLED wichtig ist oder super hohe Helligkeiten oder Stereo-Lautsprecher, was weiß ich alles. Das liegt ja im Ermessen derjenigen Person und wenn man sagt, ja, mir gefällt aber die Rückseite, warum nicht, ne? Also das ist auf jeden Fall ein Einstellungsmerkmal plus Hülle, da kann man nicht meckern. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Genau. Und der Rest, der wird sich einfach zeigen. Genau. Und ein Netzteil liegt sicherlich auch noch bei. Was ja auch nicht mehr aber bei. Samsung hat kein Netzteil bei. Hier liegt das Netzteil bei, Kabel dazu. Ne? Kopfhörer liegen auch noch bei. Gucke mal, Typ C Kopfhörer. Junge, das ist ja alles bei. Starterpaket Deluxe, krass. Jo. Okay, ich revidiere meine Aussage. Das Xiaomi auch nicht mehr hin. Sehr schön. Gucken wir mal. Ja, geil. So, bin gespannt. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, bin ich auch durch. Ja. Und es war auch wieder das ein oder andere von euch dabei. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch bunt gemischt. Jetzt zum Schluss. Ich hätte ja noch was gehabt, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Gibt's gut das Ding will Weile haben. Es läuft ja nicht weg. In zwei Wochen ist ja wieder Mystery Gadget Time. Und da werdet ihr sehen, was ich noch mitgebracht hatte. Und sicherlich noch das ein oder andere Produkt. Wie gesagt, wenn ihr Empfehlungen habt, schaut gerne bei YouTube in der Beschreibung vorbei oder in der Infobox oder auf der Webseite. Da findet ihr meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir gerne. Und ich bin immer gewillt, das ein oder andere Zuschauer-Empfehlungsding mit reinzunehmen, weil da sind manchmal so eine geilen Sachen bei und kommt ja uns allen zugute. Und wenn ihr irgendwie was habt, was ihr vielleicht sagt, okay, ich habe noch was zu Hause, was vielleicht interessant für euch sein könnte, so wie jetzt zum Beispiel Daniel und Frau gemacht haben, schreibt mir gerne, vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Ich auch und ich habe jetzt Spielzeug gefunden und noch ein bisschen mehr und so. Das war mir klar. So, in dem Sinne, haut da rein, macht es gut, ciao.